Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's von mir für euch meine Unhaul-Bücher. Ihr seht's ja, ich bin noch im gleichen Outfit wie in meinem letzten Video. Das heißt, ich habe jetzt gerade meine Neuzugänge gedreht und passend zu den Neuzugängen habe ich gedacht, komm, dann drehst du jetzt auch noch die Bücher, die ausziehen müssen im Monat. Also ja, da ist Freud und Leid irgendwie heute zusammen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher geworden, die leider ausziehen müssen. Es sind über 20 eingezogen, 6 ziehen aus. Ja, ihr seht mein Dilemma. Ja, ich werde euch die Bücher jetzt nach und nach vorstellen und dann erzähle ich euch, warum sie ausgezogen sind, beziehungsweise warum sie ausziehen werden. Noch liegen sie, obviously, ja hier. Das erste Buch, das ausziehen darf, ist Where My Soul Belongs von Kit Auburn. Es ist der erste Band der, ich glaube, St. Mellows Reihe heißt sie. Ja, genau. Und ist auch eine meiner offenen Reihen, die ich ja zeitnah minimieren möchte. Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, es nicht mehr weiterzulesen. Ich bin nämlich die Tage mal durch mein New Adult Regal durchgegangen und dachte so, ich brauche Platz. Also es wird vielleicht, wenn ich dazu komme, ich richte mein New Adult Regal neu ein, Video geben. Mal gucken, ob ich es abfilme oder nicht. Mit dem Fantasy Regal bin ich momentan relativ zufrieden. Da muss ich nur für TJ Klune eine Lösung finden. Aber mit meinem New Adult Regal bin ich nicht zufrieden, weil eben jetzt noch mehr Lux Bücher eingezogen sind und ich die ganz gern zusammenstehen haben möchte. Ihr habt es ja gesehen, es ist das von Brittany C. Cherry eingezogen, es ist eins von L.J. Shen eingezogen, das natürlich zur Boston Bells Reihe dazu soll, aber das Regalfach ist voll. Mal gucken, ob ich dazu dann ein Video mache oder ob ich euch vielleicht bei Instagram mitnehme. Also, wer das nicht verpassen möchte, der sollte mir auf jeden Fall auch auf Instagram folgen, um das Spektakel live mitzuerleben. Ja, jetzt kommen wir aber zu Where My Soul Belongs. Das quatsche ich die ganze Zeit über mein Bücherregal und halte das Buch in die Kamera. Ja, ich habe das Buch gerne gelesen, aber als ich es jetzt aus dem Regal geholt habe und mir den Klappentext nochmal angeguckt habe, dachte ich mir so, die Motivation, Band 2 und 3 zu kaufen, ist eigentlich non-existent. Also wirst du leider jetzt auch ausziehen müssen. Wenn du das Leben nur mit meinen Augen sehen könntest. Eine Ballonfahrt als Gewinn einer Tombola, das kann der sicherheitsliebenden Lena nicht mal die attraktive Begleitung schmackhaft machen. Doch als Sam versichert, alles im Griff zu haben, überwindet sie ihre Angst und steigt ein. Nichts ahnend, dass sie sich dabei auf eine Reise einlässt, die turbulenter ist als das Gewitter, das sie zu einer Notlandung zwingt. Als sie sich in einer Waldhütte retten und dort die Nacht gemeinsam verbringen, findet Sam Lenas Spring Bucket List, eine Liste voller Unternehmungen, von denen Lena zwar träumt, aber nicht in die Tat umsetzt. Heimlich plant er die Ausflüge für Lena, um ihr vor Augen zu führen, was die Welt zu bieten hat. Doch tut er das wirklich für sie oder versucht er damit nur seine eigene Vergangenheit wieder gut zu machen? Das nächste Buch habe ich zusammen mit Ivy gelesen und allein die Aufmachung ist so unfassbar schön. Also ohne den Klappentext je gelesen zu haben, hätte ich das Buch in der Buchhandlung sofort mitgenommen. Ich hatte das Glück, es als Rezensionsexemplar zu bekommen. Das heißt, ich habe nichts dafür bezahlt. Und im Endeffekt bin ich sehr froh, dass ich dafür nichts bezahlt habe, weil wir echt total enttäuscht waren. Der Klappentext verspricht etwas komplett anderes als den Inhalt des Buches. Ich werde euch jetzt, sag ich mal, als erstes den Klappentext vorlesen und dann euch erklären, was ich damit meine, dass ich sage, das passt gar nicht dazu. Oder das hat mich irgendwie enttäuscht. Oder da hatte ich irgendwie anderes erwartet. Kann sie ihm helfen, den dunklen Blutfluch zu brechen? Gemma Stone ist eine moderne Hexe, die in den sozialen Medien zeigt, wie man die Kräfte der Magie im Alltag nutzen kann. Eines Tages trifft sie den attraktiven und mysteriösen Darren, der dringend Hilfe braucht. Er will endlich den Blutfluch brechen, der ihn daran hindert, gewisse brisante Informationen ans Licht zu bringen. Schon bei Gemmas und Darrens erster Begegnung fühlen sie eine beinahe magische Anziehungskraft. Und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto tiefer wird ihre Verbindung. Doch Darren hat ihr nicht die ganze Wahrheit über sich gesagt. Und während Gemma versucht, den Fluch zu brechen, stößt sie auf seine dunklen Geheimnisse. Geheimnisse, die ihre Welt in Flammen aufgehen lassen können. So, hier im Klappentext wird gesagt, sie ist eine Hexe, die auf Social Media aktiv ist und dort halt ja, ihre Lehren verbreitet. Das ganze Social-Media-Thema wird, glaube ich, ein-, zweimal erwähnt.
Dann wird noch erwähnt, dass sie halt einen Online-Zirkel oder einen Hexenzirkel hat, aber irgendwie tauchen die auch nur so ein, zweimal auf. Und ja, irgendwie hatte ich mir das Buch damals gekauft, weil ich dachte, cool, hier werden alte mystische Dinge wie Hexen mit modernen Dingen wie Social Media verknüpft. Das klang für mich super spannend, aber ja, war dann dementsprechend vieles nur heiße Luft und diese ganze Thematik rund um den Blutfluch, ja, also irgendwie war das nicht zufriedenstellend. Auch die Geheimnisse, die Darren da verbirgt, waren jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das reißt meine Welt aus den Angeln, das schockiert mich zutiefst. Also es hat mich einfach nicht überzeugen können und deshalb werde ich auch die Reihe nicht weiterlesen und damit könnte ich tatsächlich noch eine offene Reihe von meiner Liste rauskatapultieren. Dann wird eine weitere Reihe komplett hier ausziehen, die allerdings schon gelesen in meinem Regal steht. Und zwar ist das die Trusted Love-Reihe von Annika Wirz. Ich habe beide Bücher auch als Rezensionsexemplar von ihr bekommen, beziehungsweise das erste habe ich gekauft und sie hat es mir halt signiert, weil sie mir das zweite als Rezensionsexemplar angeboten hat. Und dann habe ich gerade beide zusammengenommen. Ich hatte das erste nämlich nur als E-Book gelesen. Ja, ich war mit Annika auch immer in einer Schreibergruppe, war da aber dadurch, dass ich mit meinem neuen Buch ein bisschen slow gemacht habe, nicht ganz so aktiv. Dann hieß es, ja, wir möchten gerne die Schreibergruppe in ein Unternehmen umwandeln und da wäre ich auch Feuer und Flamme gewesen, auch wenn ich immer nur stiller Mitleser war. Aber da wurde mir dann gesagt, nein, du bist zu inaktiv, wir möchten dich da nicht dabei haben und wurde aber erst auf Nachfrage wurde mir dann gesagt, warum ich einfach kommentarlos aus der Gruppe gekickt wurde und keinen Zugriff mehr hatte. Und das fand ich alles ein bisschen komisch. Man hätte ja irgendwie mal, gerade weil man sich auch auf Messen immer getroffen hat, man hätte ja da mal irgendwie ein bisschen sozialer agieren können, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das hat mich doch ein bisschen angefressen und demnach habe ich halt entschieden, dass ich dann auch meine Bücher ausziehen lassen werde, weil, ja, ich bin halt ein Mensch, ich bin sehr kommunikativ und ich bin auch sehr loyal und sehr offen und ehrlich und wenn das andere Menschen mir gegenüber eben nicht sind, dann macht mich das traurig und ich möchte da dann auch, wenn ich in mein Regal schaue, nicht immer dran erinnert werden und deshalb ziehen die Bücher jetzt aus. Aber ich werde euch trotzdem erzählen, um was es in der Reihe geht, beziehungsweise den Klappentext von Band 1 vorlesen. 9 Jahre hat Lou keinen Fuß in ihre Heimat gesetzt. Zu schlimm sind die Erinnerungen an ihren Unfall und an das, was sie mit ihm verloren hat. Aber nun heiratet ihre beste Freundin und die Bitte, ihre Trauzeugin zu sein, kann Lou nicht ausschlagen. Auch wenn es bedeutet, sich nicht nur der Vergangenheit zu stellen, sondern auch ihrer Jugendliebe Lucas wieder zu begegnen. Das heftige Herzpochen in seiner Gegenwart zu ignorieren, fällt Lou mit jedem Tag schwerer. Und in ihr erwacht eine Sehnsucht, die sie viel zu lange unterdrückt hat. Doch dann holt die Vergangenheit sie ein und Lou muss eine Entscheidung treffen, die alles zerstören könnte. Und dann kommen wir last but not least zu einer weiteren Reihe, die ausziehen darf, Stolen. Da habe ich euch ja schon vor längerem erzählt, dass mir der dritte Band immer noch fehlt, dass ich aber unschlüssig bin, ob ich die Reihe überhaupt noch lesen möchte. Außerdem habe ich gesagt, dass ich den dritten Band, wenn dann auch nur mit Farbschnitt möchte, weil ich Band 1 und 2 mit Farbschnitt habe. Und dann hat mir auch eine ganz liebe Maus aus der Community gesagt, ich habe hier den dritten Band, ich würde ihn dir verkaufen und das wäre auch super toll gewesen. Aber etwas in mir hat gesagt, nee, die Reihe zieht jetzt aus. Ich werde sie nicht mehr von vorne anfangen und das hätte ich auf jeden Fall machen müssen, damit ich nochmal in der Geschichte drin bin. Ich mag Emilys Schreibstil sehr gerne, aber ja, ich habe es einmal Band 1 nochmal so ein bisschen quer gelesen und dachte so, nee, gar keinen Bock drauf. Und deshalb zieht die Reihe jetzt aus. Aber ich erzähle euch natürlich noch, was in Band 1 passiert, beziehungsweise um was es. Wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele stehen will, dann läuft etwas gewaltig schief. So wie bei Abby Woods. Sie hat schon viele Fehler begangen. Diese haben sie nach Darken Hall geführt, einer Londoner Schule, die sich rühmt, auch aus den unzähmbarsten Schülern bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen noch viel größeren Fehler. Sie stiehlt Bastians Ring, nichts ahnend, welche Kraft sie damit entfesselt. Denn die beiden Tremblays, die keine gewöhnlichen Schüler Es sind keine gewöhnlichen Schüler und der Ring ist kein einfaches Schmuckstück. Abby gerät in große Gefahr und sie muss erkennen, einen Tremblay küsst man nicht. Und auch wenn Band 1 ein Geschenk von meiner liebsten Lou war, werde ich die Reihe jetzt aussortieren, weil, ja, sie nimmt einfach Platz weg
für Bücher, die mich dann einfach mehr interessieren. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die diesen Monat hier ausziehen dürfen. Ich beende das Video jetzt, weil irgendjemand mit seinem Lastwagen vor der Tür rückwärts fährt, seit ungefähr 3 Minuten. Und ich euch das Gepiepse hoffentlich erspart habe, aber falls ihr es die ganze Zeit hört, ersparen möchte. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr genießt das herrliche Wetter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt's fein und tschüss.